Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded Smektor, ich komme. So, wir haben folgendes, wir haben einmal uns Buff-Food reingehauen, das habe ich schon gemacht, ich habe mich schon mal vorbereitet. Wir haben jetzt unter anderem gut genährt, Speis haben wir drin, maximale Gesundheit, Schadensresistenz haben wir drin, Angriff haben wir drin. Wir werden mit der Keule zuhauen, wir haben 20 mal die Riegel drin, mit denen wir uns ganz gut hochheilen können. Wir haben in unserer Armbrust haben wir 3 Explosivpfeile drin, die wir vielleicht nehmen können oder vielleicht noch nicht, das müssen wir einmal gucken. Und wir werden uns jetzt einmal hier versuchen durchzuprügeln durch die ganze Sache. Ich habe eine Taktik tatsächlich ein bisschen gefunden. Man muss an ihm dranbleiben und im Idealfall im späteren Bereich hinten kämpfen. Vorne hast du keine Chance, weil da vorne die Laser sind und der Laser hier abgeht wie sonst was. Aber im hinteren Bereich, wenn wir Smektor irgendwie im hinteren Bereich halten können gegen Ende, haben wir es eigentlich relativ, ja, einfach nicht, aber vielleicht kriegen wir es hin. So, ich werde mich voll konzentrieren. Wir können auf jeden Fall unseren Helm auch nochmal reparieren. Der hat es nötig. Und ja, dann legen wir los, würde ich sagen, und gucken einfach mal, wie es läuft. So. Wir hauen gleich volle Kanne auf ihn drauf. Wichtiges Schaden, Schaden, Schaden. Und wichtig ist auch, dass wir die Spinnen dann relativ schnell platt machen. Das macht nichts. Und wir bleiben jetzt einfach an ihm dran. Und ignorieren den bisschen lächerlichen Schaden, der da reinkommt. Das auch. Ja, das zurückschmeißen. Genau, jetzt sind wir schon so weit immerhin. So. Wir hängen ein bisschen an ihm fest gerade. Jetzt haben wir ihn gestunt, das ist sehr nice. Weil wir jetzt tatsächlich die Schaden an ihm machen können. Jetzt sind wir halt gut. Ja, ich hänge ein bisschen arg an ihm fest gerade. Das ist ein bisschen gut. So, Kill Green Lasers. Hier müssen wir uns im Hinterbereich aufhalten, das hilft uns alles nicht. Das Geile ist, die Spinnen erwischen ein. Völlig außerhalb von jeder Range. So, jetzt müssen wir uns einfach nur gegen heilen. Und die Abfahrt noch die Spinnen trotzdem noch mit Kraft machen. Okay, den haben wir. So, Smektor. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr, das müssen wir hochteilen. So, die Laser sind die aktiviert. Okay, die Laser sind wieder da, jetzt müssen wir den hinteren Bereich. Gleich kommen nochmal Orks wahrscheinlich. Jetzt haben wir an einer guten Position zumindest. Das Geile ist, diese Dinger hier blocken halt auch ein bisschen. Wären dreimal diese Kackspinnen. Ich hätte noch einen einzigen Hit. Ein einziger Hit hat gefehlt. Ein Hit. Nur ein einziger Hit hat gefehlt. Dann hätten wir es gehabt. Alter. Helm reparieren. Ja. Ein einziger Hit hat nur gefehlt. Und der Hit hat nur gefehlt, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Aber er war echt. Also, das war. Leider nicht. Mal. Das war
besser. Keine Ausdauer mehr, das ist normal. Wir haben keine Ausdauer mehr. So, wir müssen ihn da jetzt so langsam nach hinten prügeln. Wegen den Lasern. Dominant is the future, and I am its architect. Cubing lasers. Okay, jetzt kommen die Laser, jetzt müssen wir eh weg. So, jetzt können wir uns mal um die Spinnen kurz kümmern. Ja, um ein bisschen Schaden zu machen. Während uns der große gerade getroffen hat. Boah, das ist ideal. Und wir haben Ausdauer. Okay, jetzt haben wir ordentlich was gemacht. So. Okay. Und Laser. Und wir haben ihn. Oh. Das ist mit Abstand der härteste Kampf. Das ist mit Abstand der härteste Kampf in diesem Kackspiel. Alter Verwalter. Das Spiel ist geil. Versteht das nicht falsch. Aber der Kampf ist krass. So. Gut. Director Smacker. Wir haben ihn. Alter. Oh, it seems you've been a busy, busy bee, Dalton. But now I'll know everything about what you've been up to. Who knows what secrets Ominent is hiding? Ominent CD? Ominent Datenträger. Neue Idee. Borg-Störungsbombe, Säure, Streitachs, oberster Schleifstein, höchste Panzerung. Jetzt, wo wir es immer brauchen. Okay. Danke für nichts. Aber wir haben Smacker und wir haben die Karte in Gold gekriegt. Und das, was wir verloren hatten. Ah, und so Mottenskala haben wir auch da drin gehabt. Wir haben ihn besiegt. Und jetzt dann auch beim zweiten Mal mit Heilung. Wir haben 10 Mal Heilung verbraucht. Das ging sogar nicht. Das war jetzt ganz gut tatsächlich. Weil er auch gut mitgelaufen ist. Auf jeden Fall im hinteren Bereich des Raumes ist der Knackpunkt. Da zu kämpfen. Sonst schaffst du das nicht. Blöde Frage. Wie kommen wir jemals wieder raus? Stimmt. Kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Und es ist keine. Ist da eine Tür aufgegangen? Wir müssen irgendwie wieder rauskommen. Wie kommen wir hier raus? Weil wir sind ja runtergefallen in das Loch. Wie kommen wir hier. Ali? What's on your mind? Was wirst du jetzt machen, nachdem du geheilt bist? Revenge! Rache! I kid, but no, mostly revenge. Of course, I don't really mean that. I just want to get you home, and then I will do what I can to try to repair the things that have been broken. Okay, aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? What's on your mind? Ich will die kleine Spinne einsammeln, nicht dich. Aber wie kommen wir hier wieder raus? Hilfe? Wie? Okay, Smackdown zu. Hat das vielleicht oben irgendwie was aus. Ein Aufzug oder sonst irgendwas anderes? Kommen wir hier irgendwie wieder raus, ohne dass wir draufgehen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Okay. Ich soll einen Tally vielleicht nur mitnehmen. Wie kommen wir hier?
Aber wie kommen wir jemals wieder? Kommen wir jemals wieder raus? Hier rüber oder was? Ah, hier rüber, okay. Und wir müssen Tully noch mitnehmen. Ich glaube, der hängt fest unten. Achso, das ist ein Glastür. Glasboden. Wir müssen Tully mitnehmen. Weil wir da ungestorben sind und uns resettet haben. Jetzt müssen wir nochmal raus. Über da rüber kommen wir raus, okay. Das letzte Mal sind wir in den Feiglingweg gegangen und sind, haben mich zurücksetzen lassen. Und bin dann wieder hier runtergegangen. Weil ich nicht rauslaufen wollte. Aber ohne Heilung war es sehr optimistisch von mir. Folge mir. Dem stimme ich zu. Kommst du jetzt wieder mit? Ich hab doch jetzt Folge mir, oder? Habe ich dich jetzt da gelassen? Irgendwie hängt er nämlich. Bleib hier. Nee, folge mir. Jetzt haben wir Folge mir. Gut, wir haben Wasser dabei. Wir werden jetzt nicht verdursten. Ich würde sagen, wir haben den schwersten Kampf auf jeden Fall jetzt hinter uns. Alle anderen waren tatsächlich relativ simpel. Wir werden uns jetzt das Ende angucken. Und damit beende ich Grounded. Mir fehlt zwar noch der Mantis. Was der Mantis? Ich glaube, der Mantis ist es. Mir fehlt zwar noch der Mantis und noch die ein oder andere Herausforderung. Aber ich würde mich gerne anderen Spielen widmen. Von denen wir noch extremst viele haben. Deswegen würde ich sagen, wir haben zumindest fast alles gemacht, was man machen kann. Komm ich hier rüber irgendwie? Ja. Obwohl, muss ja vorbeilaufen können, oder? Ja. Ah! Was soll das sind wir? Ach du Scheiße, wir sind hier. Ah ne, Schloss Moldo. Sieht so anders aus. Oh, der Vogel ist da. Das sieht so anders aus. Nicht Mola? Das sieht so. Oh, that's interesting. Doch, hier ist das Schloss. Ah, da ist das Schloss. Das ungekippte Ding ist mir neu gewesen, tatsächlich. Ich möchte ungern die Aufmerksamkeit der Tigermücken auf mich ziehen. Wir werden jetzt zurückgehen und werden jetzt das Game abschließen noch zusätzlich. Da haben wir Smackdown plus das Ende. Lustig. Ja, ist ja kein Problem. Machen wir hier auf 8. Hau rein, mein Freund. Gönn dir. Ich meine, wir haben Smackdown besiegt. Und das ohne Sauer. Mit sauren Waffen ist er auf jeden Fall besser zu besiegen. Aber die Minzkeule hat uns mal wieder den Tag gerettet. Wichtig ist, an ihm dran zu bleiben tatsächlich und nicht von ihm wegzurennen. Vor allem, wenn er seine Attacken macht, das spart unglaublich viel Zeit. Man hat es ja gesehen, wir hatten jetzt nur zweimal Spinnen, glaube ich, auch. Wir haben die Spinnen waren recht gut wegzukriegen. Schon geil mit dem Raben, finde ich cool. Kommen wir da eigentlich wieder hoch irgendwie? Oder müssen wir ins Wasser springen? Wir können theoretisch auch ins Wasser springen. Ich weiß nicht, ob wir auf den Boden aufschlagen. Das könnte tatsächlich passieren. Ganz ehrlich, auf dich eigentlich gar keinen. Was? Ernsthaft? Ist dein Ernst? Aber hier kannst du nicht wegfliegen. Okay, wir haben noch Milchmolar gefunden. Und wir haben noch ein Skarpe gefunden. Ist das für einer? 3. Und den Milchmolar. Ach komm, den nehmen wir noch mit. Was soll's? Vielleicht spielbar, also es könnte tatsächlich sein, dass ich sage, okay, nach dem Ende, wir laden einfach nochmal rein. Es sind ja mehrere Spielstände jetzt da, wir werden auf jeden Fall, bevor wir das Spiel beenden, werden wir nochmal abspeichern. Vielleicht laden wir noch rein, machen noch die letzten Aufgaben irgendwann. Tatsächlich hier, guck mal einer an. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot, oder? Wobei, so nicht. Ich soll denn nicht in das Zeug reinspringen, aber guck mal hin. Moin. Moin. Du kannst mir ja nicht verfolgen, oder? Zumindest unter Wasser. Unter Wasser sollte dir raus sein. Ach, da guck mal, der Koi ist auch gerade da. Gut. Lassen wir jetzt alles da, so wie es ist. Wir haben eine schöne Basis gebaut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Game. Ich hoffe, ihr auch bei dem Let's Play. Wir gehen jetzt zurück. Schlafen wir nochmal. Wie viel haben wir? 16.30 Uhr. Wir werden jetzt. Achso, ich hänge hier fest. Die Steuerung ist gerade ein bisschen komisch. Wir werden jetzt nochmal schlafen gehen. Interessant wäre es zu wissen, was passiert, wenn du gefressen wirst. Ich glaube, du bist einfach tot. Um Koi. Wir hatten den Fall Gott sei Dank nicht. So, wir gehen jetzt nochmal schlafen und dann in aller Frühe gehen wir zurück. Wir laden jetzt auch nochmal alles ein. Ja, hier nochmal da und bitte sehr.
Taschen soweit leer. Und dann gehen wir jetzt nochmal pennen. Können wir eigentlich schon schlafen gehen, ja, oder? Schlafe bis zum Morgen. Das letzte Mal schlafen, wir haben Smektor noch zusätzlich besiegt. Tali hat leider jetzt keine weiteren Informationen. Und jetzt gucken wir uns das Ende noch an von dem Spiel. Dann sind wir endlich durch. Was heißt endlich? Gut, mittlerweile 60 Folgen, 70, ich weiß gar nicht, 60, 70 Folgen rum. Dürften auf jeden Fall sein. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele wir haben. Kann auch sein, dass wir 100 haben. Bin ein bisschen raus, muss ich zugeben. So, aber wir gehen jetzt einmal zurück. Achso, wir hätten unsere Seilrutsche nehmen können. Aber gut, der alten Zeiten willen. Ja. Das ist eh markiert. So, was zu essen. Achso, die Smoothies stellen nicht mal Nahrung wieder her, oder was? Smoothies stellen tatsächlich nicht mal Nahrung her. Warum? Würde es Sinn ergeben, finde ich. Aber okay. Achso, wir haben ja noch die Riegel. Die stellen alles Nahrung wieder her. Stellen aber hauptsächlich. Also erhebt euch die Dinger auf. Das war das Beste, was man machen konnte. Hebt euch die Dinger auf, um euch hochzuheilen. Ich glaube, die Verbände wären nicht so effizient gewesen wie die wie diese Riegel, die ich nie gegessen habe. Und jetzt haben wir die letzten, ja, 6 Stück haben wir noch übrig. Wir werden jetzt zwar 4 Stück nicht essen müssen davon, aber hey, warum nicht? Wenn wir es können, wieso nicht? Wenn wir es können, warum denn auch nicht? So, da müssen wir hin. Dann bin ich gespannt, was das Ende jetzt, ja. Wir werden groß. Vielleicht erfahren wir, was aus Tully wird. Smektor, wir haben ihn nicht selbst besiegt, aber sein EC, ich, wie auch immer. Ja, am Anfang haben uns die gekillt. Gutes Protokoll. Am Anfang haben uns die gekillt. Wir waren chancenlos gegen die. Guck mal, wie viel Schaden die jetzt machen. Das ist lächerlich. Lass mir Ruhe. Nichts von euch. Wir wollen zurück. Ja. So viel dazu. Ah, da ist er doch. Ach, komm. Wenn du so unbedingt willst, dann hier. So, 2 Schläge. Und zuerst, ich erinnere mich gerade an meine erste Larve, die ich gekillt habe. Das war ein Akt. Bist du Ratnisspinne oder was noch? Wolfsspinne. Was soll ich? Ach, gut, Junge. Keine Ausdauer. Die machen halt auch keinen Schaden mehr. Guck mal, wie viel Schaden die machen. Das ist lächerlich. Arzt. Zack. So, ich habe Mami getötet. Nein, die Ork-Variante war auch um einiges stärker. Wir haben Andi-Gift-Perks mittlerweile, allen drum und dran. Wir sind sehr stark geworden. Über die komplette Zeit hinweg. Mich würde mal ganz kurz interessieren, wie viel Zeit wir auch insgesamt in Crown verbracht haben. Kleinen Moment. Aber das geht eigentlich noch. 60 Stunden. 60,7 Stunden Crown gespielt. Davon ist jede... Na gut, es ist nicht alles aufgenommen, weil ich natürlich auch ein bisschen was sortiert habe und alles. Aber der Großteil ist tatsächlich als Let's Play natürlich vorhanden. Oder habt ihr dementsprechend geguckt? Wenn ihr alle Folgen bis hierhin geguckt habt, habt ihr fast die... habt ihr die ganze Zeit mitgeguckt natürlich. So, hier muss man das Ding installieren. Das hat man schon am, glaube ich, am ersten Tag gesehen. Verfügbar. We need to talk. Ja, wir müssen reden. Okay. Außen zurückzukehren. Wo ist er? Well, here we are, back where it all began. Na fast, wir waren im Koffer. I never thought I'd say this, but it's time to go home. For all of us, for the first time in a long while, I have a good feeling about the future, and it's all because of you. Er ist aber immer noch im Kopf und im Glas. We'd better get you back to your families. I suspect they are worried sick about you. Okay, was ist mit deiner Familie? Perhaps they are worried about me still. But I know that I put them through a lot. I only hope that they know how much I love them. But there's no sense in being so glum. I haven't quite yet reached the end of my road. Though there may not be much track left to lay. Now look, all this sad talk has me mixing my metaphors. Don't worry about me. Whatever will be, will be. Sorry, da, ich muss wirklich nach Hause nichts sagen. Thank you for everything that you've done. I'll never.
taking a short survey on the quality of my service today? For the last time, Burgle, no! I do not want any more of these confounded follow-up surveys! The answer is adequate. Always adequate. Geil. Adequate? Now, listen to me. Prepare yourself! Large! Ach komm! Hey! Was wollt ihr jetzt von mir? Ist das dein Ernst? Komm, ich hab grad halb. Ich hab grad Spectre plus einen von deinen Leuten gekillt. Lass mich in Ruhe. Endlich so. Are you ready to get out of here? Was zur Hölle? Lass mich doch in Ruhe. Ich hab jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was vom Dialog verpasst. Kann das sein? Nur die Mühle und hier! Are you ready to get out of here? Of course you do. What do you need to know? Thank you for your concern, but I don't deserve it after all you've suffered on my account. Don't worry about me. Whatever will be, will be. Thank you for everything. Burgle here. After our call. For the last time. Adequate? Now, listen to me. This is your manager speaking. We're about to fire up the space. Okay, wir können nochmal. I need you to keep an eye on the raw science convergence coupling. The last thing we need is an overload spike. Wait, you are leaving? Have you been dissatisfied with my service? Den würde ich gerne adoptieren. Don't worry. I'll come back for you when things calm down in the real world. But it may be a while. Affirmative, Dr. Tully. I will stay behind. Again. But I need you to keep an eye on things down here while I'm gone. Regional Science Manager Burgle. Regional Science Manager? But Dr. Tully, does that mean we will be franchising? Burgle, this is a big responsibility. In recognition of your work ethic and commitment to outstanding customer service. Daumen hoch für Burgle. Really? My circuits are sizzling, Dr. Tully. Have no fear. Regional Manager Burgle will not let you down. Das soll immer ein Witz sein. Burgle hat's verdient. Regional Manager Burgle, thank you very much. Indeed it is. This is it, my young friend. When you get home, do me a favor. Don't grow up too fast. In den Augen rollen. Danke. Okay then. Would you do the honors of flipping the switch? For science! For science! Hast du noch mehr? Are you ready to get out of here? I understand. Thank you for everything that you... Burgle here. Yeah. Es war mir eine Ehre. Burgle, ich werde dich schrecklich vermissen. Hey ho. Kann ich meine Kamera rausnehmen? Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Das Let's Play sollte wahrscheinlich damit beendet sein. Wir drücken die Taste. Und hey ho, let's. Target? Activate. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Einige Monate später. And with a flash, that was the end of the tiny adventure of a lifetime. At least that's what the local papers called it. It's hard to believe how much has happened since then. There were reporters, investigators, even the FBI got involved. They tried to keep a lid on all of it, but the whole story came out.
About the kidnappings. About the dead teenagers. About Armin. Turns out, everyone did learn the name of Director Dalton Schmechter. Just like he always wanted. But when the dust settled, the weirdest thing happened. People learned the truth about the shrinking technology and about me. It felt good to get the recognition that I had always wanted for all my life. Pete, Willow, Max, and Hoops tried to go back to being normal teenagers. Burgle has joined the kids' new science and robotics club. He's the mascot, if you didn't tell him. I'm expecting big things from all of them. Life's getting back to normal around here. It's funny that the world can still seem so small. And no, I haven't come up with my next big invention. And I don't mind one bit, either. Because when it comes down to it, all that really matters is that we make the most of the time that we have together. Spielerberichtskarte, Gartenzeit, 99 Tage, nein, Tag bis 100, das ist sein Ernst, getötete Kreaturen, 1298, Peter Bonds 422, Teambewertung, ah, 84%, Bonuspunkte-Tipp, vervollständige weitere Mixers, perfekte Blöcke, das perfekte Blöcke, 172, Tote 8 mal gestorben sind wir, sind öfters gestorben, aber 8 mal offiziell gestorben, glaube ich, akzeptieren, ein Tag bis 100. Danke für nichts. Danke fürs Spielen. Ich danke. Ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Sehr empfehlenswert, wenn ihr auf Survival steht. Holt euch das, spielt das. Auch wenn ihr es jetzt im kompletten Let's Play wahrscheinlich bei mir gesehen habt. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ah, guck mal, Obinent. Ah, nee, Obsient. So, wir sehen uns wieder, hoffentlich beim nächsten Survival Game auf meinem YouTube-Kanal. Gerne nochmal für die letzte Folge ein Gefällt mir da lassen. Wenn ihr die Folge jetzt zuerst guckt und dann das Let's Play nicht gesehen habt, guckt euch das Let's Play an. Es lohnt sich. So, coole Musik am Ende. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Ich hoffe, dass irgendwann mal wieder was in der Richtung kommt. Ich weiß, es gibt schon mehrere Projekte, die so ähnlich sind, wo man auch schrumpft und so weiter und in einer kleinen Welt da ist. Aber tatsächlich, das war richtig, richtig cool. Und mein anderes Folge. Ciao, ciao. Macht es gut. Ciao.